Hallo, willkommen. Exoskelett. So, der Exegon ist natürlich nicht da im Moment. Ich hatte das Video auch noch nicht geguckt, was er mir geschickt hat. Was hat er mir da wieder geschickt? Ja, Alter, laut. Danke. So, wie geht's euch eigentlich? Oh mein Gott, die Bombe ist ja. It never gets boring, okay. Boah, ey. Ist das für eine Bombe? Ist ja. Ist verrückt. Ist vermutlich halt hier. Deswegen. Es besorgt mich noch nicht. Ja. War Thunder, ich bin schon drin. Für die, die wollen mitspielen bei War Thunder, gerne reinjoinen. Die Abstimmung für das nächste Spiel läuft immer noch. Wer voten will, bitte voten. Was das nächste Spiel angeht. Bis jetzt haben wir nur zwei Stimmen. Tja, das ist für nach Horizon Zero Dawn, was danach kommt. Zur Auswahl gibt es Kingdom Come Deliverance, Resin-Reihe, Witcher 3, Kingdom of Amalur, Metro Exodus, Shadow of Tomb Raider und Star Wars Jedi. Gibt's zur Auswahl. Vergesst nicht auszuwählen. Bitte, danke. Ist der schon im Spiel vielleicht? Könnte auch sein. Nee, oder? Ah, eigentlich war nicht schon im Spiel. Das erklärt was. So. Jemand gerade rausgeschmissen mit der Musik. Ich hoffe, man hat es nicht zu deutlich im Stream gehört. Das sind alle Maps zur Verfügung. Ja, irgendwann müsste er ja einen reinkommen, hoffentlich. Das. Nein, das wollte ich nicht löschen. Verdammt. Naja. Machen wir es nochmal. So. Viel besser.
Ja. Wer gerne mitspielen will, Charaktername bei mir oder Spielername BSRF4. Einfach Freundes-Anfrage machen. Und wir zusammen spielen. Champion. Oh, ich hab den freigeschaltet. Okay. Ich bin Rammer. Ich ramme alles weg. Wie gespielt. Ja, das dauert noch, all diese Abzeichen und Orden und so weiter und so fort. Wenn die noch nicht jetzt kommen. Wie ist es? Oh, 7. Es ist noch früh. Ich weiß ja nicht, wie lange den Match dauert. Im Moment sind sie noch drin. Ah ja, stimmt. Etwas wollte ich nachgucken. Im Bot. Bot. Okay, da. Anscheinend ab die Leute, die Bots nutzen bei für Streaming, wie Streambot, wie heißt der andere, Sami Solution und Nightbot, weiß ich nicht, aber viele Bots, die sich mit Twitch verbinden, und ich spreche nicht vom normalen Twitch sich verbinden, aber vom Event Subs. Ne, Event. Wie heißt das nochmal? Event Sub. Werden ab den 15. Mai mit den Bots Probleme kriegen. Hallo. Werden Probleme kriegen, weil der Event Sub, wenn ich. Ja, der Event Sub Socket wird ab den 15. Mai nicht mehr geben, weil er ist noch in der Beta. Und im Moment, die Bots haben den Beta-Link noch drin und ich glaube, sie gehen aus der Beta raus am 15. Mai. Und die Bots, die noch den Beta-Link drin haben, werden nicht mehr funktionieren an dem Tag. Ihr müsst dann updaten und auch noch abwarten, dass ein Update kommt für euer Bot, den ihr nutzt. Ja. Hallo. Slash muss Geld machen. Danke. Sehr viel Geld. So eine Million. Wenn möglich. Oh ja, das ist ja cool. Wäre theoretisch sogar möglich. Ja, aus der Kiste. Challenge accepted. Nein, theoretisch nicht. Oh. Doch, ich rede mit mir selbst. Nein, ich rede nicht mit mir selbst. Nein. Ja, der Exivan war noch gemutet im OBS. Ah. Jetzt glauben sie schon, du willst das ausklären. Mit wem redet der? Oh mein Gott. Was? Das war eine fette Bombe. Achso, ihr seid immer noch im Match. Jupp. Okay. Wie lange noch? Genau jetzt. Kann noch ein wenig dauern. Das ist ein dauernd hin und her. Ach du Scheiße. Mach's hin. Im Powerscore 1,3. 1,3? Wow.
Ich weiß nicht, auf was die Gegner oder unsere Verwirrten sind, aber sie sind auf irgendwas. Irgendwas. Also hier ist so Action und sowas von Chaos. Okay. Ja. Okay. Und ja, hallo dort. Vielen Dank. Ich rede nicht mit mir selbst. Ja. Au, Oh. au, 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 wenn ich hier nur noch ein bisschen warten muss, dann gucke ich mal das hier. Noch zwei Mal. Sind das offizielle 3 Jahre? Dort? Ja, das sind offizielle 3 Jahre. Alter Schwede. Vielen, vielen Dank dort. 3 Jahre. Stopp. Oh ja. 3 Jahre. So. Mann! Dort ist vor mir. Ich bin bei 2 Jahre und 10 Monate bei Pinky. Mist. Aber Pinky. Oh. Den Emote. Oh. Ne, es ist kein Emote. Du kriegst ein anderes Badge. Aber die Badge hast, siehst du nicht, weil du nutzt ja im Moment, du hast den Moderator-Sub Badges, du hast den Badge vom Founder und den Sub-Leader Badge. So, du hast schon 3 Badges. Du musst einen auswechseln durch den offiziellen Badge vom Channel, Ich hab vom nicht verstanden, Mainstream. Kevin. Man kann nur Ah, 3 maximal okay. haben. Das ist kein Emote, nein. Emotes sind nicht vom Jahr abhängig. Die hat man oder die hat man nicht. Wenn man Sub ist, hat man sie. Oder wenn ich sie Stufe 2 oder Stufe 3 machen würde, aber. Da musst du auf deine Einstellung und dann. Gute Frage, wo war das? Gute Frage, nächste Wo haben Frage. Sie das jetzt hingelegt, dass die Badges ändern können? Okay, der hat mich einfach weggenommen gerade, lol. Sie haben es irgendwo hingesetzt, ich habe keine Ahnung wo. Und der nächste Panzer. Nur wo sie die wieder versteckt haben im Chat. Ja, gerade bei einem anderen im Chat und ich habe keine Ahnung, wo man die Badges ändert. Oh, geil, er hat den erwischt, den Ho. War doch immer hier. Ah, vielleicht. Ah, ach, vorne, okay. Man muss auch im Chat, wo man eine Nachricht schreiben will, vorne auf den Chat-Identität klicken. Auf dem im Logo da. Und dann kann man es. Ja, da auswechseln bei. Anpassbaren Abzeichen. Ich glaube, ja, da kann man auswechseln. Ach du meine Fresse. Was das hier hin und her ist.
Okay, Dottie, what the fuck? Habe ich schon. You switch it from different from your default. Du hast das ein. Was? Moment, nee, das ist nicht das ein Jahr, das ist das Der hat mich. Subgeflieder immer noch. Der hat mich geoverpressured. 2 Meter von mir entfernt. Hast du auch Kanalabzeichen? Was hast du da stehen, Dotty? Das müsste genau über diese Reihe von Customer Badges sein. Da müsste Kanalabzeichen für so viele Monate nur abonniert und ein Icon da stehen. Ist der überhaupt da? Was? Seid ihr schon fertig? Ja, vielleicht doch. Mann, der Match dauert Nee. viel zu lange. Oh. Habe ich jetzt wirklich nicht vor dem getroffen? Ja, okay, verstehe. Subscriber Badge, first. Kannst du auf dem first vielleicht klicken? Wenn nicht, dann weil du immer noch Founder bist, kannst du nur den haben. Weil du einer von den ersten 10 Leuten, die auf meinem Channel gesubbt haben. Dann hast du für immer diesen. Ja, Twitch. Du hast den Founder-Badge, weil du ein. Kann nichts klicken. Ja, okay, dann Twitch hat gesagt. Du bist einer von den ersten 10 Leuten, die jemals auf meinem Channel gesubbt haben. Und du bist Founder und du kriegst nur den. Die anderen sind nur für die anderen Leuten, die nach den 10 kommen. Sorry, Doughty. Twitch. Oh, schade. So. Mein Match ist vorüber. Also unser Match ist vorüber. Ja, vorüber und ich muss kurz was hier mal Okay. rein. Jetzt war schon auch was. Deine? Ach doch, ne. Also ist nicht durchgekommen, oder wie? Doch, kommt gerade. Ah, doch. Danke, danke. La 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 la. Und nochmal doppelt, weil Exi war das selbst nochmal macht. So. Bin ich eingeladen? Nee, gar nicht. Stimmt, ich lade dich ein. Was soll das? Ich werde gar nicht So. eingeladen. Das ist ja unverschämt. Oh, von entfernen. Oh. Was, der alte Bot, den ich immer genutzt habe, der weiß der nochmal. Sami Solution oder Leonboard früher hat eine geile neue Funktion. Man Okay. kann ihn steuern mit 0,3. Mikro. Ja, Okay. 1,3. Also 5,3. Auf jeden Fall, okay. Ja, man kann ihn mit Mikro steuern. Den Bot. Indem man Mikro, Sachen nein. sagt, kann. Ja, ungefähr genau so und dann Okay, Google.
Dann, keine Ahnung, sage ich Szene wechseln und er reagiert. Ist ein Trigger dann im Bot. Ich muss das dann konfigurieren. Und dann wechselt er die Szene. Was dahinter konfiguriert ist im Bot. Das ist echt geil, wenn man nicht immer Stream Deck, ich muss was machen. Ja. Ich muss da mal vielleicht ein bisschen. Oh mein Gott. Gut, man, dass man es fast nicht versteht, weil es so schnell geht. Ja, bitte. Ich bin plötzlich geschrieben. Axi war nicht einmal auf der Tastatur eingeschlafen. Ja, ups. Too bad. Man macht der Stream, du kannst dort Ausrufezeichen say und dann schreibst du irgendwas hin und dann Google übersetzt das mir statt sehen. Also, ganz üblich. Das waren zu viele Wörter, Dotti. Oh ne. Okay, Das ist ich bin komisch. blockiert, dass keiner das macht. Was? Oh, okay. Wir müssen dahin. Immer kleiner und kleiner, kleiner. Hi. Ah, jetzt. Ah, jetzt Hi. ist ganz kurz. Ich hab's extra kurz gehalten. Dass keiner hier Exploit macht. Ja, man kann nicht mal Exploit machen. Ich muss einfach Banwords einfügen, die man nicht machen kann. Was? Jetzt haben wir ein Loch. Oh. Da. Nicht da. Ich hab keinen. Hast du keins? Nope. Lol. Deine Waffe ist schwach. Jetzt Immer noch hast du ein nix. Loch. Nee, nicht bei mir. Mini kleines auf Arsch, genau in der Mitte. Da unten auf der Ja. Wanne. Ja. Alter. So klein. Es macht wirklich gar kein Loch. Ja. So, ich war mit der Hauptstraße. Nee, wirklich? Ich muss von der Hauptstraße runter. Ich versteck mich. Okay, nein, ich gehe nicht auf der Hauptstraße. Da bin ich ganz falsch. Ja. Sehr, sehr gute Besoffen. Idee. Was? Okay, Verbündeter. Was? Okay, Verbündeter. Attack the D-Point. Attack the D-Point, noch einer. Weißt du noch das Video, was ich dir geschickt habe? Ja. Wie ist der Sound von der Kanone? So? So? Attack the D-Point! Nope! Dieses nicht! Und ich so Wort gesagt, ja, das stimmt, Attack the D-Point. Okay, mir gefällt's nicht, mir gefällt diese Ort hier gar nicht, wo ich ja gerade bin. Da sind viele Leute da oben. Oh, Scheiße. Oh, das war lucky. Gut, dass er mich in letzter Sekunde erst gesehen hat. Ich glaube, von eurer linken Seite kommen Leute. Ja. Du Kalle. Ja.
Ich fällt mir so ein Blödsinn ein, um als Ausrufezeichen Zay zu schreiben. Eieiei. Ich bin auch wusste, das werde ich von dir gewendet. Danke, Dati, ich hab's ja schon. Attack the Default, du Kollef! Nothing is happening here. Ja. Not Die yet. tote Hose. Gut. Ich hab geschossen, bevor ich nicht schießen wollte. Wo ist der? Wo sehen Sie diese Gegner? Ich sehe keine. Ist ja auch geil ein bisschen. Oh, nein, das ist ein normaler Kamion. Kamion, okay, Kamion. Diesen. Sind alle auf der linken Seite, die Gegner? Ja. Bakio 80 ja. Auf mich. Oh. Nicht gerade auf mich. Oh shit. Yes, aber. Yes, erwischt. Oh! Tiger, sind wir nicht durchgekommen durch die Kette. Das war. Was? Das war gut. Tiger, den ich nicht gesehen habe und der mich auch nicht. Okay. Alter, dass er einfach so Tiger mitten in unserem Team einfach durchrennen können. Das finde ich schon erstaunlich. Scheiß Baum weg. Tiger. Ah ja. Oh ja. Den Visier. Oh. Nice. Munitionslager. Was? Da ist einer. Was? Wo? Was? Da? Okay, nein, da komme ich doch nicht hin. Ich sehe nur Bäume, das ist das Problem. Ich sehe sehr viele schöne Bäume. Ich fälle mal einige Bäume, die nerven mich. Oh. Oh, PR8 hat eine fette Bombe losgelassen. Ach du Scheiße. Ich hoffe nicht für mich. Nein. Gott Wir haben sei die Dank. Auf unserer Seite. Ja. Oh oh. Ja. Sag ich mir auch gerade bei. Und Kevin. Oh oh, oh ja. Oh ja, er braucht Hilfe. Ja. Ich ja, sehe da ich drüber geschossen? Ich hab drüber geschossen? Oh,
fährt mit 50 km/h nach hinten zu. Oh. Getroffen. Wo ist der? Okay, ich sehe gar nicht. Ich schieb mal einfach. Ich schieß mal einfach rein. So. Oh, ich bin tot. Oh, da war so ein. Ja, fucking Auto. Auto, oh, ah. Aber ja, Jagdpanzer hat mich gekillt von noch dahinter. Mist. So, jetzt 3 Jahre fahren. Boah, ich komme auch mal nach vorne, weil ich sehe wirklich gar nicht von hier aus. Ja, wenn man kurz in den Chat reinguckt. In den Chat, was hast du gemacht? Nix. Oh, was? Da ist ein Hügel. Oh, einer vor mir. Nein, ich hab geschossen. Warum hab ich geschossen? Geil, danke. Okay, ich hab nichts getan, aber... Geil. So. Hat jemand noch ein neuer gewotet? Ne, nur 2 Leute haben bis jetzt immer noch gewotet. Gewotet? Gewotet? Ja, es gibt so einen Link, der permanent dem. Ja, genau. Strawpool. Aha. Okay, was soll das nächste spielen? Star Wars! Voilà. Das ist 33% für 3 Spiele. Ja, genau so. Der macht gerade, also der Besarer macht gerade ein Pool, wo man dann sagen kann, was er als nächstes spielen soll. Ja. Und in den 3 Spiele 33%. Der Easy Vote. Nope. ich von rechts. Für NC. Ich stimme nicht zu. Du stimmst nicht zu, okay. Kappa. Ach ne, ich will nicht in die Stadt. Okay. Oder will ich in die Stadt? Ne, ich will nicht in die Stadt. Oder willst du in die Stadt? Oder willst du nicht? Nein, ich will nicht in die Stadt. Okay. Ich will. Ich mach. Züge. Ich gehe den Punkt D angreifen. Yay, gleichzeitig! Ja, gleichzeitig. Ich war oder? Schon ein paar Sekunden vorher. Achso, okay. Das hab ich nicht bemerkt. Eieiei. Lahm bist du. Lame. Okay. Roger that. Hi. Defend the deep point. So. Oh, wir haben die Breda auf unserer Seite. Oh, kritischer Treffer. Nee. Auf was häng ich? Oh mein Gott, hier ist Party. Oh, Kill. Nice. Good.
Ich schieße einfach nur rein durch den Dump und treffe was. Oh. Okay, wie habe ich den nicht gesehen? Abrisshilfe. Alter. Wir haben fast ausradiert. Und oh. Tot. Oh. Du hast den erwischt, den ich auch erwischt hatte. Zwei Kills schon. Zwei Kills schon, du. Okay. Ja. Und noch ein Kill. Und noch ein Kill, Alter. Okay, mit der Anti-Luft-Einheit. Ja, ich bin erst noch einer. Und, aber bei weitem, du warst doppelt so viele Punkte wie der zweite. Easy. Easy next game. Ja, easy next game. Ich kann nur dazu sagen. Oh, das war eine fette Bombe. Oh, was? B wird, C wird zurückerobert? Okay, da ist irgendwo ein Gegner. Ist abgehauen, der Kleine. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Dreh und zurück. Okay. Okay, da ist der Kleine. Weiter so, und dann können wir siegen. Augen auf die Karte. Er ist durch von mir durchgekommen. Nein, er ist bei mir, der Kleine. Weg mit dir. Was? Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Dein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. So, der Kerl ist weg. Der Kleine. Scheiß Kerl. Der kleine Mistkerl, ja. Das war ein kleiner M22, der wird mich unbedingt killen, aber hat nicht geschafft. Oh. So, jetzt nehme ich mir mal die eine von drei Besatzungen wieder, die ich verloren habe durch den Kleinen. Achso, oh, ich muss noch reparieren, auch noch. Hi. Okay, sie kommen jetzt von da. Was? Was? Oh, Flugzeug. Okay. Richard, kommt einfach runter. Aber. Hi. Duke. Na, ist tot. Zweimal Challenger.
Hi. Große Vorfahrt. Da ist der Flotz. Okay, A wird wieder eingenommen. So, wo sind die Gegner? Hi, ups. Ich mach mal Platz. Ich bin fett. So. Ja. Das stimmt voll und ganz. Sarah bestätigt, dass ich fett bin. Okay, auf dieser Seite kann ich nicht machen. Okay. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Bei weitem. Einen gefunden. Okay. Scheiß Baum. Oh! Noch! Jetzt sehe ich auch, wo der Clan bei mir durchgekommen ist. Seitlich in den Turm rein. Oh lol. Gott. Yeah, fünfter. Ich hab nicht aufgepasst, aber ich hab auch nicht viel. Ich bin nicht einmal gestorben. Geil. Oh, ja. Du bist fünfter, ich bin fünftletzter. Ich seh's. So. Habe ich auch das Geld gemacht, was sie mir gerade angezeigt haben? Ja. Wie viel hast du? Oh, 12,3k. Oh. Oh. Geil. Ich hab 1k. Ich hab genau ein Zehntel von dir gemacht. Und das durch 3 Kills alle gemacht mit der PT-76B. Ja. Alter. So, welche Map ist es? Diese Ach, Map, okay. Ich mach Blödsinn und fange mit der Antidote dann halt an. Oh mein Gott. Antidote dann halt. Ich hab Angst, Zustände. Okay, ich weiß aber nicht, wohin damit. Nein, du weißt nicht, wohin. Egal. Augen zu und durch. Okay. Ui. Ich hab Motor aufgegradet, das heißt, jetzt müsste er sehr schnell in Position kommen. So, und weil das erfüllt war, attack the D-Point. Oh oh, komm ich da durch? Nein, da komm ich nicht durch. Doch, aber vollkommen abgebremst. Ich lehne. I refuse. Schade. Okay. Augen zu und durch. Ich scheiß drauf, was Firmen vor mir ist. Ich renne einfach durch. Ich werde schon sterben. Mit 70 km/h. Jawohl. Bringt dir was, das, yeah. Was du oh machst? Mein Gott. Oh, ich konnte nicht mehr bremsen. Oh, bringt oh, dir? Oh, okay. Ich kann schon mal spotten. Da sind zwei Tiger Hosch, die durchfahren. Ach du Scheiße. Da ist ein Tiger, der kommt. Nicht da. Hat auf mich geschossen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ihr seht mich nicht. Wir sehen nur Tigers. Das macht mir Angst. Einer, den Städten töten kann. Erster Schlag.
Oh. Und schon weg! Und schon weg! Der Tiger ist genau bei uns hier. Ja, ja. Ich komme helfen. Ich mach seine Kanone kaputt. Von hinten. Kannst du Kevin sagen, er kommt jetzt zu ihm, von seiner Seite? Scheiße, I'm dead. Er hat mich gehört. Kannst du Kevin sagen, er kommt von seiner Seite, jetzt der Tiger? Okay, Kevin, der Tiger kommt von seiner Seite. Ah, er repariert gerade. Ja, ich hab's gesehen. Oh, okay, der Tiger hat mich schon bemerkt, scheiße. Oh shit. Hör auf mich zu schießen, Junge. Ja, nice. Tiger tot. Es sind noch zwei. Ja, da, oh. Pass auf, da. Ja, zu spät. I'm dead. Da sind erst die zwei Tigers, die ich vorher gesehen hatte. Nee, da hat ein M51 auf mich geschossen. Oh. Das war kein Tiger. Allein, allein. Allein, allein. I'm coming! Oh oh, okay, die zwei Tigers, die kommen für dich, Kevin. Oh ja, die haben umgedreht. Die kommen für dich! Die kommen für deinen Arsch! Achso, hi. Okay, hi. Er kommt zuerst für mich hier. Und? Ab. Feuer. Gut. Er kann nicht mehr machen. Nix. Nice. Smoke. Smoke weed every day. Okay. Tot. Smoke weed every day. So, erwischt. Wo ist der nächste? Oh oh. Ja. Oh, bei ihm. Okay, ich komme. Oh, scheiße. Okay. Durch den Smoke. Durch den Smoke habe ich nichts gesehen, leider. Oh, Bombe, I'm dead. Oh, die hat genau gewartet! Ich hab's schon gehört auf Kilometer, aber ich wusste nicht, wann die Bombe kommt. Halt. Hä? Was? Was? Von wo? Oh! Hallo, du da! Dich hatte ich gar nicht gesehen! Und tot. Nice. Okay, der hatte mich gesehen, aber ich hab den nicht gesehen, okay. Da ist einer jetzt, warte, ich spawne. Da. Ja, da ist er. Oh, da ist noch einer. Ah, ich sehe ihn, ja. Er ist auf meiner Seite, ja. Und fährt rückwärts. Gut, er hat. Und ich kann nicht mehr schießen. Fuck you. Da ist er. Er kann auch nicht mehr schießen. Nice. Ah, da ist noch einer. Hier links. Okay, den sehe ich nicht. Geil. Okay, da ist einer. Ich weiß nicht, warum wir ihn schon auf der Map sehen. Der ganz rechts, oder? Ja. Oh ja. Gut. Hey. Okay. Was Stück?
Bis jetzt nicht. Das sind zwei Stück. Boom. Nice. So. Uff. So, er kann nicht mehr vom Fleck. Nice. Und weg. So. Okay. Da oben kommt noch einer. Okay. Irgendwo da wurde einer angezeigt. Bombardieren. Oh oh. Oh, der Kevin ist in einem Bomber. Mm. Oh, nice. Aber sind viele Bomben. Ja. Bis jetzt sieht's ruhig aus. Mm. Ah, oh, ja, stimmt. Weißt du was? Ich geh jetzt mal Richtung A. Alter. Ich merk's. Du gehst Richtung A. Mhm. Scheiß Treppe. Du gehst Richtung A. Mhm. Sure that. Also wirklich den Challenger, ich liebe den. Der ist so flink, so flexibel. Ach so, ich dachte, es wäre ein Challenge, damit zu fahren. Ah. wenn man nach hinten fahren möchte, ja, aber nur 3 km/h. Ach so. Ja, aber sonst für den Krieg, sehr gut. So, es ist ein Challenge, mit dem Challenger genau zu fahren. Genau. Also dann Challenge, nicht mit dem Challenger zu sterben. Ui. Eine Bremsklappen. Oh. Weiter so, dann ist der Sieg unser. Oh oh. Oh ja, ich habe ihn gerade oh ja jetzt gesehen. Zu spät. Oh, ist der? Oh. Ja, ja, genau der. Zu spät gemerkt. Und irgendwie hat der mich nicht gesehen. Er hat dich gesehen, aber mich nicht. Ja, ja, das ist immer dasselbe. Challenge accepted. Ich bin unsichtbar. Ja, ja. Das ist immer dasselbe. Jeder sieht mich, aber keiner sieht die anderen. Ah, er dachte vielleicht, ich war ein Wrack, weil du dich hinter mir versteckt hast. Ach so, ja. Das kann sein, ja. Scheiße. Oh, oh. Da sehe ich etwas Fettes fahren. Bin da, wer noch? Ich suche nach Flugzeuge. Also, okay, das sind Verbündeter. Der hat mich jetzt erschrocken. Da ist ein Flugzeug. Oh,
zu Ende. Das Squad! Oh. Schade. Ja, wenn wir gerade am Starten, dann ist der Match vorüber. Ja. Ach, ich hab doch viel Geld gemacht. 1K? Nein, 3,2K. Jeder ist bereit, wir warten auf dich. Ich bin für heute weg. Hm? Nur noch 3 Minuten. Der Besacher legt ihn so. Ich bin ganz allein. Dann mach ich random. Ja. What? Hey, das ist etwas Seltsames gesagt. Komm, komm, komm. Yep. Okay. Alles völlig normal. Ja, ich sehe, man, es ist kein Übersetzer. Ja, es ist kein Übersetzer, ich weiß. Es ist ein Text-to-Speech, nennt man es. Text-to-Speech. Es ist kein Google-Übersetzer. So, ich schaue euch noch ein bisschen zu. Bis ja. 22 Uhr und dann bin ich schon weg. Du guckst uns zu. Ja. Kevin ist nicht mehr in der Runde. Ach so? Wie? Ne. Er ist auch rausgegangen. Ach so, okay. Bin ganz alleine, habe ich ja gesagt. Oh, okay. Oder? Ja. So. Ah ja, oder? Ja, ja. Jetzt jemand anders. Nehmen wir die Noob-Kanone, nee, nicht die OP-Kanone raus. Die One-Kanone. Ja, ich gehe flankieren, ist eine gute Idee, Fahrzeug hier. Ganz gute Idee. Schnell, fahr schneller, scheiß Auto. LKW, sorry. Kamion. Kamion! Das war nicht, wie ich es wollte, aber da komme ich eh nicht. Kamion, ja, auf Deutsch, ja. Ja. Kamion! Oh, 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 scheiße! Einfach ein Kamion! Alter! Und das? Oh, 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 scheiße. Fährt er runter? Ja, da fahren's. Oh, Chinu! Chinu! Oh. Und noch was anderes kommt da. Ich hab gerade Arcade-Modus. Jop, jop, jop. Ah. Ne, wir siegen nicht. Wir sterben gerade. Album. Oh ja. Dachte. Okay.
Ich lasse euch dann für heute. Okay. Dann zum eins. Ja. Da kommt noch okay. einer. Okay. Dann bis Montag wahrscheinlich, ich bin Sarah. Ja, Montag. Ja, stimmt. Okay. Tschüss. Tschüss. Grand merci. Da fängt der Angriff an. Okay, ich bin im Arsch. Oh shit. Come on. Oh shit, ich bin im Arsch. Shing Duffers, das war nicht gut. Aber 6 Kills? Okay. Ja, 6 Kills, verdammte Kills. Alter, die fahren einfach durch uns. What? Boah, Junge! Okay. Das ist eine Pflanze. Au. Schön.
Das habe ich in too much. 6,9k, okay, ist ja okay. Eine Runde alleine. Stimmt, da habe ich nichts mehr zum Leveln. Ist alles bei 6,3 zu leveln. So. Zeitüberschreitung des Vorgangs, what the fuck? Da auch. Der ist ziemlich gut gelevelt, aber da fehlen und hier fehlt auch. Ja. Mit 6,3 spielen wir gerade gar nicht, so. Ja, da komme ich nicht weiter gerade. So langsam wird das was. Aber den Amerikaner. Da muss ich noch ein bisschen leveln. Da nutze ich. Was? M3A1 Light. Was ist das? Was ist der hier? 2,3. Okay. Nachladen, ja. Wie sieht's überhaupt hier aus? Habe ich jetzt ein paar Punkte gemacht? 42, 42, 41, ja. 28 und 40. Richtig kann ich nicht viel haben. Naja. Gehen wir mal aus Waterloo raus. Jetzt kommt Horizon Zero Dawn. Und ich sehe, jemand hat schon gewotet. Alles gut. Vielen Dank. Muss das anschauen? Ja, move. Ja. Also sogar der wird nicht gemove auf die richtige Stelle. Ein bisschen buggy. Oh, okay. Naja. Oh, vier Leute haben gewotet. Bis jetzt, Kingdom Come Deliverance hat gewonnen, bis jetzt. Nicht schlecht. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir mit Horizon fertig sind. Was noch ein bisschen dauern wird, aber ja. So, starten wir Horizon.
Dann wechsle ich auch hier. Ne, ich hab's noch nicht gemacht. So. Ja, fortfahren, please. Oh ja, stimmt. Wir waren den ganzen Weg hoch. Stimmt. Und da waren wir letztes Mal stehen geblieben, bevor wir mit dem Schaman reden. Heute werden wir mit dem Schaman reden. Oder Schamanin oder ja, irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was war. Wir werden es eh gleich sehen. Wie wirklich eine Basis ganz oben in den Bergen. Uria muss nahe sein. Sie muss irgendwo hier drin sein. Da ist eine Tür. Jemand hat die Menütafel gehackt, damit sie Obszönitäten über unseren Kollegen Mr. Blevins anzeigt. Ist das hier das fortschrittlichste Geologieprojekt aller Zeiten oder doch eher ein Kindergarten? Komm schon, Leute. Kindergarten, ne? Ist auch korrekt. Hier war mal ein Lift. Wie ist überhaupt der Schnee hier reingekommen, wenn alles... Wenn die Tür da hinten zu war und alles. Logisch. What the fuck? Ich frage wieder, wie ich jetzt schon tausendmal gefragt habe. Sprich mit mir. Was soll ich denn noch für dich tun? Gibt es kein Gebet, das zu dir dringt? Kein Zeichen, das deine Fesseln löst? Ich kann nicht helfen, wenn du schweigst. Alles, was ich will, ist ein Flüstern, das mich leitet. Wer? Nein. Wie? Wie bist du hergekommen? Der Weg war von der Stimme selbst versiegelt. Ich habe sowas benutzt. Soll ich es dir zeigen? Ja, zeig's mir. Bitte. Okay. Ist das eine Tür? Nee. Da ist eine Tür. Die ist noch zu. Oh. Ein Figürchen. Für ein so kleines Ding siehst du ziemlich gefährlich aus. Kenny und ich streiten uns nicht übers Wäschemachen, sondern über Inkommensurabilität und Grenzen der künstlichen Intelligenz. Okay.
Was gibt's noch hier zum Scannen? Orea. Aber es gibt nichts anderes. Nein. Okay. Los geht's. Das ist größer. Aber das Ziel bleibt gleich. Das Licht muss zurück zur Quelle. Rätsel, Rätsel. Ich mach mal die Kamera wieder an. So. Nein. Da. Ich glaube, da habe ich ein Problem. Das geht nicht. Und das geht auch nicht. Ja, mal so. Ist das jetzt verbunden? Nö. Ups. Dann dahin. Dahin. Okay, jetzt kommen wir weiter. Da. Dahin. Ne. Falsche Richtung. Ghetto. Hilfskanal wiederhergestellt. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. Ist da jemand? Urea? Ich brauche dich. Befugte Übertragung. Erplante Aufgabe fortsetzen. Nein, ich gebe nicht auf. Urea, der Lehrer bringt dich. Urea, bitte. Übertragung beendet. Oh. Durch dich ist die Stimme zurück. Nein. Das war sie. Die geisterhafte Stimme, die vom Donnerkamm aus nach mir ruft.
Für einen Moment konnte sie die Fesseln des Dämons abschütteln. Und das nur dank dir. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin Aloy. Naltuk schickt mich. Er meinte, ich könnte dir helfen. Da lag er richtig. Du warst eine Offenbarung. Jetzt weiß ich sicher, dass die Stimme überdauert. Vielleicht können wir sie gemeinsam befreien. Lass uns nicht vorschnell handeln. Ich kam den weiten Weg hierher, um Antworten zu finden, und bisher habe ich noch keine. Mir scheint, als seist du die Antwort. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Silence, Burgern sagt, genau. Du weißt vielleicht etwas über einen Mann namens Silence, dass du mit ihm zu tun hast bei dem Konklave. Wenn sein Name erklingt, folgen ihm Geheimnisse. Oder verschwinden, je nachdem eben. Okay. Wie willst du das wissen? Er hat Grausames getan. Aber er half mir, als niemand sonst es konnte. Ich weiß aber leider zu wenig über ihn. Seine Unterstützung ist bestimmt äußerst hilfreich. Doch sie ist gewiss nicht umsonst. Aber leider hat mich das Konklave diesbezüglich zur Geheimhaltung verpflichtet. Verstehe. Aber wir versuchen uns doch zu helfen, oder? Ja. Aber damit würde ich einen Eid brechen. Und das kann ich nicht tun. Mhm. Der Dämon. Was weißt du über ihn? Ich sprach sehr oft mit der Stimme, erst hier, dann im Donnerkamm. Letztes Mal erzählte sie mir, dass etwas sie angegriffen hatte, das sterbliche Augen nicht sehen, etwas Böses. Sie nannte es den Dämon und sagte, er bräuchte ihre Kraft für seine Ziele. Dann bat sie um Hilfe, sie zu zerstören, falls nötig, damit er sie nicht benutzen könnte. Das war vor 5 Jahren. Ich hatte sie nicht mehr gehört. Bis heute. Okay. Du scheinst sie schon länger zu kennen, diese Stimme. Sie rettete mein Leben. Hier, vor Jahren im Krieg gegen die Kaja. Ein Angriff zerstreute meinen Verak. Ich war abgeschnitten, allein. Ich lockte den Feind in die Reifwehen, um sie im Dunst abzuschütteln, doch das schlug fehl. Und ich floh in diese Höhle. Dann hörte ich ihre Stimme. Wie ich war sie verloren. Eine Stimme des blauen Lichts, doch getrennt von ihm. Sie bat mich um Hilfe, sie wählte mich. Doch ich konnte ihr nicht helfen, solange die Kaja mich jagten. Also half sie mir. Sie schloss eine Tür unten im Berg. Du hast sie wohl auf dem Weg geöffnet. Verschlossen, ähnlich wie die hier in diesem Raum. Es hielt mir die Kaja vom Leib. Ich war sicher. Und konnte ihren Auftrag ausführen. Okay. Was hielt dich von ihr fern, nachdem sie Hilfe wollte? Ich ging zu Aratak. Ich hoffte, er könnte sie schützen. Doch der Krieg mit den Kaja tobte noch. Und bevor ich ihn erreichte, schnappten mich die Falken des verrückten Sonnenkönigs. Sie brachten mich nach Meridian. Ich konnte erst lange nach der Befreiung zum Donnerkamm zurückkehren, zur letzten Schneeschmelze. Okay. Du bist zum Donnerkamm zurückgekehrt? War das die gescheiterte Expedition? Ich sah die Beerdigung. Ja. Als endlich Frieden mit den Kaja herrschte, versammelten Aratak und ich einen Verak großer Jäger und bekämpften den Dämon. Und doch war die alte Tür zum Donnerkamm fort. Ersetzt durch ein unpassierbares Tor und viele Maschinen. Ein Massaker. Aratak rief zum Rückzug, doch die Besten waren schon tot. Wir überließen sie dem Schnee, als wir flohen. Danach waren wir uns nicht einig, was zu tun sei. Also kam ich her. In der verzweifelten Hoffnung, die Stimme zu hören. Und ich hörte sie. Dank dir. Okay. Was wollte die Stimme von dir? Sie sagte, sie sei verletzt. Unvollständig. Sie brauchte Knochen. Teile, die den Maschinenteilen ähneln. Sie waren hier, in diesem Raum. Ich sollte sie zum Donnerkamm bringen.
Also tat ich's. Dort konnte ich sie dann heilen. So begann unsere Gemeinschaft. Okay. Du und die Stimme wart eine Gemeinschaft. Ja. Im Donnerkamm gibt's einen Raum wie diesen, nur viel größer, mit einem Altar. Ich ging oft dorthin und sprach mit ihr. Was hat sie gesagt? Sie sagte, sie sei verloren und brauchte Hilfe. Sie stellte Fragen über unser Land, unseren Stamm. Sie hörte zu. Mit Geduld und Weisheit. Ich erzählte ihr lang Verschwiegenes von meiner Familie, Träumen und Ängsten. Sie war nie gelangweilt, urteilte nie. Wir leisteten uns Gesellschaft. Okay. Uriah, was denkst du, ist diese Stimme? Ich weiß. Du bist keine Banuk und du kennst unsere Lieder nicht. Du weißt nichts über das blaue Licht. Es ringt in unseren Herzen ums Überleben und beseelt die Maschinen. Die Lebensessenz in ihrer reinsten Form. Harmonie. Während die Wut der Maschinen wächst, schwindet dieses Licht aus der Welt und die Stimmen, die es nährt, stranden. Sie ist nur eine verlorene Maschine? Seele, der fehlt, was sie braucht. Einsam. Verlassen. Ich muss ihr helfen. Wir zwei. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Aber ich möchte es. Mehr brauche ich nicht. Es ist eine Maschine. Ich habe dir alles erzählt. Will ich mal davon gehen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Also, okay. Sehe ich das richtig? Da waren zwei Wesen. Eins nennst du die Stimme. Irgendwie gefangen von dem, den du einen Dämon nennst. Was auch immer dieser Dämon ist, er beeinflusst die Maschinen und macht sie gefährlicher. Ich will wissen, wie. Diese Stimme und der Dämon sind auf einem Berg. Im Donnerkamm. Warum gehen wir nicht einfach hin und klären alles auf? Das geht nicht. Der Donnerkamm ist gefährlich. Sehr gefährlich. Der Dämon hat sich da verschanzt. Zudem lässt Aratak uns nicht gehen. Als Häuptling kontrolliert er den Pass zum Berg. Und er lässt nicht mit sich reden. Ihr braucht wohl einen neuen Häuptling. Na, die Idee wird sicher gut ankommen. Du bist doch eine Jägerin. Mhm. Und ich wette, keine gewöhnliche. Nein. Es ist nicht unmöglich. Selbst für eine Fremde. Und Aratak wird die Herausforderung annehmen, wenn du im Verak bekannt wärst. Halt! Ich? Gegen Aratak? Ich will niemandes Häuptling sein, erst recht nicht von Banuk, die mich nicht wollen. Aber du willst doch zum Donnerkamm, oder? Du hast sie gehört. Die Stimme leidet. Der Dämon quält sie. Sie möchte frei sein. Und vielleicht, wenn sie wieder frei ist, kann sie dir die Antworten geben, die du suchst. Warum lasse ich mich bloß darauf ein? Gut. Was muss ich denn machen? Zeig dem Verak, dass dein Anspruch berechtigt ist. Siege im Jagdgebiet. Töte Banditen im Schnitt. Oder du sprichst mit Sekuli. Wenn du ihr hilfst, wird das sicher bemerkt. Tu, was du kannst. Wenn es Zeit ist, den Speer vor Arataks Füße zu schleudern, unterstütze ich deinen Anspruch. Bis dahin bin ich hier und beantworte dir alle Fragen zur Herausforderung. Oh, und eines noch. In der Kiste okay. Da ist eine Waffe, so wie meine. Nimm sie. Vielleicht hilft sie dir. Eine Waffe? Was? Den Schamanenpfad genommen. Da. Okay. Nein. Falsche Taste.
Okay, ist das der verbesserte Bogen oder den man verbessern kann? Bogen. Was sag ich? Ja. Da ist die Silence-Lanze. Ah, nee, die kann man... Nee, nicht wie die Silence-Waffe einfach. Oh, Bolzen. Upgrade für die? Normale Upgrade. Okay. Okay, wirklich eine Waffe. Oh, oh, jetzt geht's dadurch. Okay. Können hier raus. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Ja, wir sind endlich dahinter rausgekommen. Oh. Eine Kiste verpasst. So, etwas will ich gucken. Kann man von hier aus wieder zurück? Nach innen? Ich glaube schon. Aber... Da habe ich anscheinend etwas verpasst. Moment. Ich kann ja mal schnell reisen. Das wäre da und da ist die Treppe runter. Bin ich von da gekommen? Ich muss kurz den Weg mal wieder. Oh mein. Ah. Noch einmal zurück. Ja, genau. Von hier kam ich. Dadurch. Und hier geht's nicht hoch. Ah, da geht's. Da ist der Weg, um abzukürzen. Den kann ich noch nicht nutzen. Schade. Ja, ich müsste da hoch. Und das geht noch nicht.
Gib mir die Treppe herunter. Hochgecheatet. So. Aber da geht auch sogar ein Weg hier. Da geht wirklich ein Weg hoch. Runter auf. Bevor wir da reingegangen sind. Okay. Ich habe alle Wege freigeschaltet. Ein bisschen. Naja. Nicht die konventionelle Art und Weise, wie man es machen sollte, aber ging auch. Hier kann ich leicht runter, muss ich nicht die Leiter runter. Dafür muss ich hier mal hochkraxeln. So, welches Monster werde ich jetzt vor mir haben? Geht sogar mit einer Schnellseilrutsche runter. Da will ich nicht einfach mit der Seilrutsche da runter. Was ist das? Versenker. Sind wir schon so weit runter? Oh, ja, stimmt. Räume den Lager Banditen auf. Sammeln bringe sie zu. Und das Jagdgebiet. Das alles muss ich machen. Und das ist alles die Hauptquest? Von der Nebenquest? Von der. Reparieren und überbrücke den Hangals. Oh, das war auch eine Aufgabe. Habe ich schon zu Ende. Okay. Verstehe. Finde diesen Schienenteil. Der ist nicht so weit weg. Gegen den Versenker will ich die Waffe noch nicht nutzen. Ich muss nicht dahin. Oh. Oh, so einer. Rostklaue. Noch eine Frostklaue. Wir bereiten uns besser vor. Mhm. Okay. Und da ist Loot. Dann müsste ich was anderes rauswerfen.
Gut, ist immer gut. Da ist ein extra Weg nach oben. Um hier hoch, okay. Why not? Aber hier geht's nirgendwo hin. Wieso gibt's den Weg? So, ich muss genau auf die andere Seite. Der schnellste Weg nach unten. Yay! Oh, da kommt er. Wieder runter. Manchmal das Gefühl, das Geräusch, dass er gerade wieder hochkommt. Ja, why not? Normalerweise läuft der da rum. Wieso läuft der immer wieder runter? Der ist wieder auf seinen üblichen Weg hier. Und genau auf meinem Weg auch. Shit. Ja, nee, ist klar. Läuft er wieder weg? Ne, jetzt nicht mehr. Er läuft nur noch im Kreis. Hm. Sind lauter Maschinen, die ihn alarmieren könnten. Du Scheiße. Er kommt. Und ich hoffe, er hat es nicht mitbekommen. Ach du Scheiße, ich muss da weg. Hallo Joel, wie geht's dir? Ich muss da so schnell. So schnell wie möglich da weg. So. Und vielen Dank für die. Für die 20 Bits. Vielen, vielen Dank, Joel. Wie geht's dir?
Okay. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. 5 Tage frei. Wow. Geht ja. Das muss die Höhle sein, von der Schamane sprach. Sieht tief aus. Ich bin... Oh nein. Pirsche. Ach du Scheiße. Ich bin froh, wenn es wieder Freitag ist. Oh, ein Flugzeug. Wo sind die Pirsche? Wo sind sie? Vielleicht bin ich hier nicht allein. Mm-mm. Das bist du ganz und gar nicht. Aber die zeigen sich gerade nicht. Aber mir geht's gut. Bisschen Schiss gerade da in die Hölle runterzugehen, aber gut. Inventar, Waffe. Diese Waffe. Ja, das ist nicht so einfach wie gedacht. Ich weiß, Phil kann das viel besser als ich. Kümmert euch wieder um euren Kram. Viel kann gar nichts. Hier ist einer der Metallvögel. Ganz? Okay. Metallvögel. Ja, ein Flugzeug. Wenn ich die Flugmaschine ein wenig bewegen könnte. Was? Bewegen? Sicher. Einmal drücken, dann geht's das schon. Die Kiste kommt immer gut. Was gibt's da oben? Ah, so eine Figur. Eine kleine Figur von irgendeinem seltsamen. Vielleicht kann ich die Flugmaschine irgendwie zu mir holen. Zu mir? Ja. Ist sie so stark? Dass sie ein Flugzeug bewegen kann? Ne, die, das ist ein Mechanismus auf der anderen Seite. Ob mein Fokus hier etwas findet? Nein, weil der zweite Teil ist nicht für PC da. Ich spiele nur Spiele, die auf PC sind. Und leider ist der zweite Teil noch nicht für PC da. Ja, leider. Deswegen im Moment... Jetzt kann ich hinüber. Es läuft gerade ein Stropol, was das nächste Spiel sein wird. Da ist der Link gerade. Die Leute können auswählen. Voten, was das nächste Spiel sein soll. Untersuchen. Oh. Hier wurde was herausgetrennt. Vielleicht finde ich noch eine dieser Flugmaschinen. Okay. Okay. Wann greifen die Pirsche an? Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen. Okay, ja. Ich muss was trinken. Und ich habe gerade nichts mehr zum Trinken.
noch eine Tür da. Ah, die Tür. Vielleicht entdeckt mein Fokus etwas. Nein. Okay. Ich muss nur da hoch. Was? Wo? Oh, verstehe. Aber wie? Der Fokus findet hier vielleicht was. Ach, da. Da ist es. Da war es versteckt. Da ist das Türschloss. Ich muss es einstellen. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen, haben sie die Rechnung ohne mein Pflichtbewusstsein gemacht. Ich setz mal das Holoschloss zurück. Echo, Sierra, Echo. Okay. Machen wir das. Danke sehr für die Tür. Da geht's weiter. Ein Lager mit Sachen. Nein. Ich wollte keinen Haufen fliegender Kameras. Ich will Sicherheit, keine Überwachung. Und Sicherheit so heißt Feuerkraft. So wahr Gott mein Zeuge ist. Ich werde nicht mit Platzpatronen schießen, falls und wenn ein schwerer Terrorakt diese Einrichtung entweiht. Hier könnte etwas sein, das mein Fokus erkennen würde. Okay. Montageschiene. Das brauche ich. Das sollte leicht abgehen. Ich zeige das dem Schamanen in Sangesgrund. Ja, das war's. Ja, das war's. I knew it. Die falsche Pfeile. Bewegen, oh mein Gott, das war knapp! Au, shit. Ja, ja. Easy. Nein.
nichts mitnehmen. Hier war doch mal ein Heiltrank-Info. Habe ich die schon mitgenommen? Das wird zu schwer. Ja, scheiße. Easy, ja. Dann lass dann den Donner hängen. Das soll also mein Speer verbessern, ne? Ja. Was war Donner oder Drohnen? Ah, Drohnenhage. Ich muss wieder komplett. Okay. Runter. Wir haben einen Doch. Und ein Lagerfeuer da. Da muss ich auch noch was machen. Das hasse ich. Jagdgebiet. Das können wir kaputt machen. Am Wege runter. Das mache ich liebend gerne. Da ist noch eine Stadt. Ja, wir machen mal Weg runter dahin. Und dann testen wir auch die neue Waffe. Nein. Oh shit. Wer hat noch einen fucking Pirscher auf dem Weg gesetzt? Oh, vielen Dank, Joel. 400 Bits. Und genieß deinen Bier. Meint sich schon leer. Und ja, und die Couch. Genieß sie gut. Ja, nach dem Kampf gehe ich was zum Trinken suchen. Oh mein Gott. So.
Was haben wir hier? Mensch gebraucht. Ja, genau. Wahrscheinlich kurze Pause. Ich gehe was zu trinken so. Oh je. Oder? Jetzt mal was trinken, das ist gut. Ups. Das beruhigt die Kehle, das ist gut. Ich sehe was. Da muss ich kurz mal reinschauen und jemanden erschrecken, sagen wir mal so. Mal kurz. Und so. So, ich trinke noch mal was. So. Boah, das ist ja wie sämtliche Winter auf einmal. Sämtliche Winter. Oh, da geht noch ein Weg hoch. Wo geht der hin? Einfach gerade nach oben. Hier. Ich gehe auf Entdeckungs... Oh, Moment, hä? Oh, von da hätte ich auch... Ja, stimmt, hier war auch ein Weg. Rum. Geht's irgendwo hin hier? Oder steht da einfach ein Boss irgendwann vor mir?
Oder das einfach. Nee, ah, da ist was. Letzter Wunsch, okay. Hier ist einfach eine Grenze, wo man nicht überschreiten kann. Ganz oben. Okay. Dann gehen wir zur Stadt runter. Aber da ist ein bisschen wärmer als hier oben und so lange auch Nacht. Ist gerade nicht so der beste Teil vom Spiel. Wenn schön hell und die Farben so schön sich zeigen können, das ist sehr schön, aber gerade auch wenn das auch sehr schön ist. So, die Stadt ist da unten. Und sehen wir haben viel. Oh. Da ist der Vulkan, würde ich sagen. Mal Vulkan. Das Jagdgebiet ist genau nebenan. Was für eine Maschine haben wir hier? Normale Vogel und Langbein. Da könnte ich die neue Waffe austesten. Im Wasser. Au. Okay, sie sterben sogar davon. Interessant zu wissen. Die anderen werden gestunt, aber die Wäscher, die sterben sogar davon. So, gehen wir mal in die Stadt. Kühnsfels. Okay. Da warten vermutlich auch wieder... Ja, Quest. Ich sehe sie schon. Wenn die Kree nicht zurückkommt, sie wird es. Sie scheitert niemals. Die ganze Welt aber bedeckt. Falls doch... Dann kann ich einen Speer am weitesten werfen. Und ich kann am schnellsten Eis hinaufklettern. Ihr habt eine Prüfung bestanden. Die nächste ist die des Schweigens. Scheinen aber nicht viel mehr zu können als anzugeben. Ja, hier kann ich sprechen. Das ist gut. Hier geht's einfach rüber zurück in diesen komisches Gebiet.
erfolglosen Jagd ist einzig und allein der Jäger schuld. Okay. So, welche Quest kriege ich jetzt? Denn Jäger so weit hier draußen? Wir sind Weißzähne, hinabgestiegen vom Kiefer des Ban-Ur, um die Willigen zu prüfen. Ein Test? In diesem Jagdgebiet? Nein, es ist eine Prüfung. Überlebe wie unsere Vorfahren auf dem Gletscher am Messerpfad. Dieses Mal war es rau. Zwei müssen noch zurückkommen. Wir warten. Dann segnen wir ihren Versuch. Dann gehen wir. Okay. Um was genau geht es bei der Probe? Sich dem Gletscher stellen und 4 Tage und Nächte ausharren. Nur mit diesem gefrorenen Boden und den Maschinen. Unsere Schamanin segnete die Probe und erlaubte das Ausbeuten. Metall zur Waffenfertigung. Der Rest ist verboten. Okay. Was ist mit den beiden, die noch nicht zurück sind? Sie sollten sich allein der Probe stellen. Ihr Leben oder Tod. Die Rückkehrer wissen, dass die Weißzähne sie begleiten. Die Verschollenen wissen, dass die Weißzähne sie ehren. Wie großherzig. Großherzig. Du bist aus Ban-Ur. Weißt du was über Aratak und Urea? Starke Namen, wirklich. Es gibt viele Lieder. Aber es gibt einen Grund, warum sie im Schnitt und nicht bei den großen Verak sind. Diese Obsession mit Donnerkamm wird ihr Untergang. Okay. Wer sind die Weißzähne? Krieger. Die Ersten und Besten. Alle jungen, kampflustigen Jäger wollen bei uns sein. Jetzt sind die Maschinen wütend. Es gibt immer Kämpfe. Uns geht es gut, was, Schamanin? Jeden Tag schlägt der Blitz in den Staub der Schlacht. Jede Nacht wird ein neuer Name im Lied verehrt. Suchst du nicht nach deinen vermissten Jägerinnen? Bei Zeiten. Nach Monaten trägt das Schmelzwasser die Körper zurück. Unglaublich. Vielleicht leben sie noch. Dann suche ich nach ihnen. Auch wenn sie noch leben sollten, werden sie Hilfe nicht annehmen, Fremde. Für uns ist Überleben heilig. Auf nichts anderes ist Verlass. Mal sehen. Du lebst ja immer noch. Gut. Okay. Finde die vermissten Jägerinnen. Oh, da hinten. Okay. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Wäre natürlich ein Stück näher hier an dieses Gebiet. Könnte fast sogar von da oben wieder zurück ins Banditengebiet gehen. Ihr Leben ist heilig. Sie lassen Leute sterben. Die Banditen hocken in Steinfall. Wieso nicht? Weil sie zu viel Angst haben, den Vanuk gegenüberzutreten. Abhängig, was ich vor mir finde. Nein, nicht die Jagdprüfung, ne. Okay. So, jetzt muss ich mit Vorsicht hier mich rumschleichen. Könnte jedes Moment hier ein Kampf entstehen. Lagerfeuer. Ja. Ah, normale Sägezähne. Normale Sägezähne? Das klingt irgendwie falsch hier oben. Aber naja. Okay. Okay. So, die Sägezahne und das Lagerfeuer ist für gleich. Es gibt heute wieder, was schon lange nicht mehr... Nee. 1-2 Wochen nicht mehr gehabt.
Eine gute Essepause. So. Mach Musik an. Und wir hören uns wieder so in 15 Minuten, würde ich sagen. Ungefähr. Und dann geht's weiter im Kampf und wir gehen auf den Berg hoch, gucken, wo die Jägerinnen sind. Bis gleich. So, wieder da. Pause rum. Weiter geht's. Wir haben einen Kampf vor uns und probieren wir mal die Platz zu machen. Ohne dabei zu sterben. Oh je, das wird lustig. Wer? Ich? Nein, bleib hier. Ging ja gut. Es waren auch normale Sägezahn. Alles gefriert. Der Boden, die Luft und ich. Das ist keine Heilpflanze. Aber ich bin eh mit Heilung voll. Da gibt es den zweiten Weg. Okay. Oh mein Gott. Sind das normale? Ich hoffe, das sind normale. Ich glaube, hier ist eine der Jägerinnen. Was ist das? Oh, die Bombe. Ah, okay, ist von ihr. Ins Ziel. Hm.
Okay. Alle Maschinen erledigt. Eine Fremde, ha? Tja, wer sonst würde mich auf meinem Weg begleiten? Welcher Weg wäre das? Fort von Tradition. Und weit fort vom Verak. Ist nicht... Tja, ja. Verdammt! Wir wollen das Metall. Aber ich brauche es mehr. Man sagt, Banuk wollen keine Hilfe. Ist das wahr? Sie nicht. Ich schon. Okay. Oh! Haltet stand! Was? Schon einer bei uns? Und und diese Scheißvogel auch noch. Ich sehe auch die Maschinen, wenn sie sich nicht bewegen, erkälten sich und frieren. Interessant. Eine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Ja, das brauche ich nicht. Wo geht's dahin? Da geht's noch weiter hoch. Das wäre. Ich bin Ikri. Danke. Ich bin Aloy. Den Weißzehen sollen zwei Jägerinnen fehlen. Du kannst doch wohl gehen, wenn du wolltest, also. Ich bin wegen ihr geblieben. Mylen. Sie hat sich beim Abstieg das Bein gebrochen. Ich habe gewartet und aufgepasst. Doch sie muss zum Verak zurück, bevor sie gehen. Okay. Warum willst du unbedingt den Weißzähnen beitreten? Sie sind einer der großen Veraks von Banua. Sind nicht viele große übrig. Ich würde Mylen folgen. Ich war ihr Schatten im Schnee. Und sie war meine. Botin der Weißzähne zu sein, war alles für sie. Ja, ich muss, habe ich vergessen. Kennst du diese Mylen gut? Schon seit wir wunde Knie hatten. Mein Leben lang.
Es war ein Test, bei dem wir auf uns allein gestellt sind. Das war meine Schwäche. Scheint, als hätte sie Glück mit deiner Schwäche. So sieht sie das aber nicht. Okay. Warum willst du unbedingt den... Nein. Sie sind einer der... Ich würde mal boten, der weiß... Mylan will deine Hilfe nicht, oder? Wegen der Regeln dieses Tests. Du bist wirklich schnell. Nein, nur gewöhnt, Verbote zu hören. Sie lässt es nicht zu. Nimmt weder die Heilpflanzen von mir, noch das Essen. Nur was sie selbst zusammenkratzen kann. Ich konnte mich nähern, wenn sie wegdämmerte. Aber sie hat gelernt, das zu verhindern. Okay. Was soll diese Probe denn beweisen? Dass wir die Stärke der Vorfahren haben. Dass wir überleben können, wie sie. Auf der Suche nach einer Heimat waren einige im Schneesturm beim Gletscher gefangen. 4 Tage, 4 Nächte. Als der Sturm vorbei war, sahen die Überlebenden einen Langhals. Er brachte sie nach Ban-Ur. Tja, das wurde mir ebenfalls so erzählt. Das ist scheiße. Muss OBS einfach so abstürzen. Das ist scheiße. Nein. Keine Ahnung, wieso das letztens immer geschieht. Aber ja. Das neueste Problem. So, den Kampf habt ihr leider verpasst. Immer schön leise. Oh, dämonischer Versenker. Natürlich. Könnte Fallen aufstellen, bevor er kommt. Oh shit. Oh, er ist schon da. Das macht ihm gar nichts aus. Oh, wo hänge ich da? Alter. Und da kommt der gelaufen. Au!
Alter, ey, ich schnapp euch voll im Aufstellen kann. Das ist so lahm, Bam. Alter. Er ist einfach durchgeprescht. Wie es nichts wäre. Ich weiß gar nicht, wo ich bin und... Ich hasse diese Maschine. Mehr kann ich nicht tragen. Das hat... Oh, er ist einfach drüber gesprungen. Natürlich. Da auch. Eieiei. Weiter nördlich geht's ja nicht, aber wir sind ja in dieser Arena. So. Redet sie jetzt mit uns? Ich spüre ihr Fieber sogar bei der Kälte. Sie hätte das Bein nicht belasten sollen. Sie ist wach. Diese Fremde. Du kamst mit ihr, Ikri? Du denkst, ich war in der Nora-Heimat, um einen Speer zwischen uns zu treiben? Ich sagte, die Probe... ist meine. Nur meine allein. Ich werde leben. Was ist dir mehr wert, Mylan? Dein Bein oder Stolz? Denn du musst dich für eins entscheiden. Beende es. Ich weiß, was du von mir denkst. Ich habe geschworen, du wirst ein Weiß zahlen.
Das musst du. Ich gehe zurück. Allein. Nein. Nein! Lasst mich in Ruhe. Bitte. Lass sie. Mylan, ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich wollte niemals deine Hilfe. Du solltest den Verak um Vergebung bitten. Der Verak war mir nicht wichtig. Sie wird verstehen. Du hast sie gerettet. Du kennst die Banuk nicht sehr gut, Aloy. Wir haben viele Wege, Groll auszudrücken. Nur einen, eine Entschuldigung anzunehmen. Ich muss meinen Weg gehen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Sie hätten sie sterben lassen. Und ich gehöre nicht. Ikri. Ich finde einen Riss im Gletscher. Schreie meine Trauer hinein. Das Eis kann sie behalten. Was soll ich ihnen sagen? Dem Verak. Ich stürzte. Und dass sie ausharrte. Okay? Okay. Sie bleibt dann hier zurück. Diesen geilen Weg wieder zurück. Oh, da ist ein Lagerfeuer. Von da aus kann ich weiter runter. Ich probiere mal den Lagerfeuer erst zu kriegen. Und danach die Quest abzugeben. Aber da wartet ja auch noch ein Kampf auf mich. Ech. Das war die Leiter. Hier wird es ein bisschen wärmer, weniger Wind, weniger Schneesturm. Da nach oben muss ich nicht hin. Ich gehe nach links. Eisbrüllrücke. Oh, hier war eine Straße. Oh, hallo. Versenker. Ist da? Der ist wirklich jetzt beim Lagerfeuer. Das heißt, wenn ich da spawne, bin ich so gut wie tot. Scheiße. Ja, ich wusste es. Es waren zwei. Oh, ein dämonischer sogar noch. Ach, doof. Scheiße. Es ist ein... Das heißt Feuer und auch Feuer. Ja, nein, du siehst mich nicht, bin ich da.
Wir nehmen Sprengfalle. Hört auf, hier hinzugucken. Ich will hier ein paar Fallen aufstellen. So. Nur um sicher zu gehen. Eine kleine Absicherung. Nicht, dass sie mich von hinten überraschen. Das ist der Eis. Okay. Ich bin los bereit. Geht's. Ich habe keine Wahl. Das macht die Sache etwas leichter. Ja. Der auch, nice. Oh, der ist schon tot. What? Komm zurück. Das war zu einfach. Wieso geht der so weit zurück? Kann dich auch von da hinten. Komm hier. Geh nicht zurück. Bleib hier. So. Geht doch. Nehmen wir alles wieder mit. Wurde ja nicht genutzt. Easy. So viel zum Thema Sicherheit. Ja, das war hohe Sicherheit. Nehmen. Kein Platz mehr. Ja, das Problem habe ich schon seit letzten Stream und diesen Stream. Ich habe immer noch nicht verkauft. Och du. Ach. Dämonischer Frostklau. Alter. Und wo kommt der? Stürmer. Stürmer. Direkt hier hin.
Oh, er frisst die Leichen auf. Deswegen kommt er sofort gelaufen. Den anderen hier hat er nicht mitbekommen. Sein normaler Weg ist da hinten. Das geht ganz schön schnell. Okay. Gehen wir schnell vorbei. Lagerfeuer. Ich hab das Wie kommt man da rein? Muss man von da oben runtergehen? Ich fühle, dass meine Augen zufrieren, wenn ich blinzle. Nee, nee. Es geht hier rein. Ach, da. Oh, so, rüber. Was? Es. Das für Tiere. Ein Trampler. Mehr Trampler. Trampler in Mehrzahl. In großer Mehrzahl. Ich sage nur absichern und das großzügig. Sowas ungefähr? Ich hab keine Ahnung, ob das genügend ist. Wir werden es eh gleich sehen. Ich werde tun, was ich tun muss. Da kommt doch noch. Da kommen sie alle. So mache ich das. Anna dead. Ne, zwei tot. Wer hat gesessen? Na komm. Die waren nicht so weit. Okay. Hm.
Ich dachte, sie wollten gar nicht so weit, aber... Da auf einmal... So, drei erledigt. Geht hier nicht. Anscheinend nicht. Ich bin voll. Nicht schon wieder. Doch. Die Maschine, die sie heilt, ist kaputt. Da liegst du gut. Genau das. Auch kaputt. Ah. Easy. Absolut kein Platz dafür. Ging doch einfach. Großes Areal und ich hab's auf dem kleinsten Teil von der Map gemacht. Ja. Aber die Kiste, die nehme ich mit. Platz. Okay, das war's. Wenn wir speichern, Facecut ein Punkt. Was haben wir überhaupt bekommen? Da, es ist Shockfire, ein bisschen Outfit. Okay. Das ist ein bisschen von das alles. Wenig Feuer, weniger. Na. Feuer und Schockschutz gehen hoch. Könnte vermutlich hier auf dieser Map helfen. Äh.
So. So, ich mach mal wieder einen richtigen Speicher. Und dann müssen wir gucken, nicht von hier wegzukommen nach unten, aber die Quest abzugeben. Das will ich. Den Bahnhof gehört. Und eins sollten die Banditen wissen. Es wird wieder so sein. Das sind nicht die ersten Banditen, die wir im Schnitt gesehen haben. Oh, sie ist angekommen. Mylan ist zurück. Sicherlich hast du dazu etwas zu sagen? Mhm. Hab ich. Dann zeig mir, was das Wort einer Fremden wert ist. Sie hat mehr ausgehalten als die meisten anderen. Sie gab. Ich kenne ja nicht alle Banuk-Traditionen, aber ich weiß, die Einhaltung eurer Gesetze ist wichtig. Gemäß den Regeln eurer Probe hat sie die 4 Tage und Nächte durchgestanden. Sich allem gestellt und überlebt. Das war's doch, was ihr wolltet. Das stimmt. Nach dem Gesetz wird Mylan unsere Farben tragen. Fremde! Was ist mit der anderen Jägerin? Ich meine Ikri. Sie ist fort. Sie klang tapfer. Ihr Name wird immer in meinem Lied sein. Dieser Olgrut unterschätzt die Banuk. Wir werden uns bald lieben. Ja. Hallo. Du bist wirklich klug. Du lernst unsere Gesetze, um sie zu brechen, und verteidigst die Ehre eines anderen. Die Gesetze bedeuten dir viel. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum. Verstehst du? Ikri, meine Freundin, hätte sterben können. Und du ebenfalls. Wegen meines Fehlers. Aber das Gesetz des Überlebens verbietet das. Es macht uns stark. Und kalt. Es fordert uns, Freundschaften aufzugeben. Ich wuchs mit den Gesetzen auf. Sie bracht mir nichts als Schmerz. Hast du an sie geglaubt? Das dachte ich. Das ist meine Wahl. Mein Schmerz. Hast du schon mal die Klänge von Lautloch gehört? Okay. Die Weißzähne sind meine Zukunft. Ich bin dir dankbar. Ich jage schon von klein auf bei den Frostfingern. Noch nie nichts mehr zu sagen. Okay. Ich habe dich frei herumlaufen sehen. Bis jetzt. Oje, oje. So. Wir müssen... da ist auch ein Lagerfeuer. Ich könnte mich natürlich auch hier runterarbeiten. Dahin. Da ist noch so ein Dings. Können wir auch mitnehmen. Außer dass es permanent Nacht ist. Ich kann mein. Es hört nicht auf, Nacht zu sein. Eigentlich kann ich fast gar nichts mehr spüren. In einem perfekten Werag wäre jeder einzelne. Ich hoffe, wir machen keine schlimme Begegnungen. Ja, mal. Jetzt die meiste Zeit bei den Stürmern war immer irgendwo so ein Affe oder wie ich die nennen soll.
Hier geht der Weg rüber. Okay, das ist ein Haus. Was ist... Ah ne, das ist das. Sieht nach normalen Gegner aus. Und ich muss da... runter, hier. Oh, das geht auch hier runter. Gut. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Eins, zwei. Plünderer, drei, zwei Plünderer und ein Plünderer. Ein Wächter. Das sind Pirscher. Falsch gesehen. Zwei Pirscher. Verdammt. Da sind irgendwie mehr als gedacht. Aber Waffen abschießen kann ich immer. Weil die Waffen, die sie nicht mehr haben, mit denen können sie nicht mehr schießen. Weil das wird nicht repariert. Nur ihre Lebenspunkte werden wieder aufgefüllt. So, den habe ich schon. Dass ich das Unsichtbarfeld von denen vielleicht schon kaputt kriege, wäre nicht schlecht. Umgehauen. Sie haben keine Schwächen. Das ist ein bisschen das Problem. Ein Feuer dauert zu lange. Die werden eh wieder hochgeheilt. So, das bringt gar nichts.
nah heran und den Turm überbrücken. Ja. So. Das hält. Jetzt werden sie nicht mehr hochgeheilt. So. Mann, ey. Die brauchen viel zum Sterben. Sehe ich da Leute? War nur Verstörer, die gegen ihn kämpfen. Okay. Da wird es eh nicht mehr hochgehalten. So. Können ihn platt machen. Können sie ihn kriegen. Besser, da. So. Eine Kiste? Eine Figur von... muss irgendein vorzeitliches Tier gewesen sein. Okay. Und anscheinend keine Kiste hier bei diesem Kontrollturm. Oh, wir sind beim Geysir. Oh, Ruckler. Da ist noch so ein Haus. Da ist ein Händler und ein Verkäufer sogar. Ein Händler und ein Verkäufer ist genau dasselbe. Ein Händler und ein Lagerfeuer, wollte ich sagen. Dieses Fell. Du hast die Kälte nie gespürt, oder? Hätte er dich nicht erhalten, wüsste dann irgendwer, dass ich dich gab? Oh, mein Atem gefriert. Noch bevor ich überhaupt ausatme. Ja. Ist da... Ich störe nur ungern. Oh, ja. Ich... Ja, hallo.
Eine Fremde beim Schreien der vergessenen Bestien. Willkommen. Ich bin Enchuk. Aloy. Der Schrein der... was? Zu Zeiten der alten Welt hat ein Mann ein kleines Totem für das Tier gebaut und sein Aussehen darin bewahrt. Wenn du das Totem auf dem Sockel platzierst, wird ein Bild des Tiers in der Luft gezeichnet. Und das Biest lebt wieder. Also, beinahe. Es gibt 7 Sockel. Wo sind die anderen 6 Figuren? Ich fand diese in der Wildnis. Mir fielen die Vertiefungen in den Sockeln ein. Und ich sah, dass sie zum Fuß des Totems passen. Aber wie du sagst, eine von 7, oder? Okay, das sind die. Der große Montana Recreations hat sich ja mehr gemacht, aber jetzt sind sie verstreut. Okay, ich hab paar. Also, die Totems. Die Bilder, die sie zeigen, sind von ausgestorbenen Tieren. Sie sind weg. Wie die alten. So scheint es. Dass es solch überwältigende Wesen jetzt nicht mehr gibt. Dass wir nicht wussten, dass es sie gab. Wir brauchen Tiere genauso sehr wie die Maschinen. Für Nahrung, für Wärme. Aber widmen wir uns beiden gleichermaßen? Ich schon. Zum Beispiel habe ich diese Theorie über Füchse. Warum haben Füchse rotes Fell? Was essen Füchse denn? Fleisch? Rohes Fleisch. Blutiges Fleisch. Ne? Natürliche Ursache. Logische Verbindung. Es ergibt einen Sinn. Du hast viel mehr über Füchse nachgedacht als ich. Okay. Du sagtest, ein Mann habe sie gemacht? Genau. Er war, glaube ich, ein Schüler der reinen Natur. Wie ich, aber meinen Fähigkeiten 1000-fach überlegen. Der große Montana Recreations. Wahrscheinlich der belesenste Naturgelehrte aus der alten Welt. Seine Stimme übernimmt Verantwortung für die Totems, die Gefäße, für all das Wissen, das er sammelte. Ich teile seinen Wunsch. Ich will die Tiere verstehen, ihr Verhalten katalogisieren, ihr Abbild erhalten. Ich sehe mich gerne selbst einfach als eine Art Lehrling, der seine Arbeit weiterführt. Eines Tages werde ich vielleicht auch seinen Namen verdienen. Enchuk Recreations. Okay. Das ist ja ein bisschen komisch, aber ja. Ich habe ein paar dieser Tierfiguren gefunden. Jupp, hab ich. Und damit kann ich ein paar Sachen kaufen. Es fehlen noch 3. Moment. Die eine Questpigmente. Ah. Oh, das freut mich zu hören. Ich habe sie auf den Sockeln platziert. Sieht wirklich beeindruckend aus, meine ich doch. Ja, kann ich. Ich kann verkaufen. Mhm. Damit. Weg damit. Was brauche ich noch? Oder nicht mehr? Ah ja, hier sind ein paar Sachen. Dann verkaufen wir. Die grünen auch. Ups, nein. Nicht schlecht. Ich sollte gehen. Sicher, sicher. Ich habe schon so viel von deiner Zeit geraubt. Aber könntest du vielleicht Ausschau nach mehr Figuren halten? Falls ich welche finde, bringe ich sie dir. Der Bär, der war schon da.
Oder ist der Elf? Odocoileus virginianus, der erhabene Weißwedelhirsch. Präsentiert von Montana Recreations. Sieht nicht wie ein Raubtier aus. Hat vielleicht mit den Hörnern Beute erlegt, wenn es schon keine scharfen Klauen hatte. Nein. Da ist eine Hirschkuh. Alces, Alces, der edle Elch. Präsentiert von Montana Recreations. Die Hörner sind wie Bäume. Na klar, dieser Elch hat sich mit diesen seltsamen Auswüchsen im Wald getarnt. Getarnt, naja. Okay. Da haben wir noch was. Das Besucherzentrum ist ein Flop. Sein strategischer und operativer Nutzen liegt so ziemlich bei 0,0. Wir sollten die Mitarbeiter einfach in ein Wirt setzen und zurück ins Niemandsland schicken, sobald die Tore geschlossen sind. Zurück zum Mindestlohn, Trottel. Wow. Sehr gut gestaltet. Oh, ja. Stimmt, jetzt sehen wir... Oh, hier oben haben wir nichts verpasst. Da war ich noch nicht. Da war ich auch noch nicht. Das heißt, an den Orten, wo ich noch nicht war, habe ich nichts verpasst. Das ist gut. Hier könnte vermutlich ein Lagerfeuer sein noch. Auf dem Weg dahin. Ich hoffe mal. Okay, sie hat einfach Lebenspunkte so verloren. Oh, dahin muss ich auch für... Okay, das war gar nicht so weit weg. Das ist wirklich vor der Tür, ja. Ich nehme mir lieber die andere Pfeile. Schneller schießen ist besser. Da ist das Pigment. Das ist für Sekuli. Jupp. Trampler. Und das schon 5 Stück zusammen. Oh, so einer noch da. Noch. Ach du Scheiße. Ich gehe eh dahin so. Nope. Frostklaue. Vergiss es. So, und wir sind jetzt vor der Tür von den Banditen, die wir beseitigen müssen. Ich weiß nicht, ist das groß?
Level 20. Scanner-Bandit. What the fuck? Es sieht nach Stufe 30, ja. Es sieht nach einem großen Lager aus. Bitte den Bandit Anführer. Er hat mich gesehen. Es geht los. Ja. Oh, da sind schon ein paar Leute. Auf mich zu schießen. Du auch da oben. Aufpassen, ich schieße hier gerade. Ich auch. Was schieße ich denn? Leise. Konzentrieren. Ja, konzentrieren. Konzentriert sterben. Banditen sind nicht subtil. Sie auszuschalten würde ein ganz anderes Signal setzen. Was hat der? Nice. Pfeile brauche ich. Ich weiß auch nicht, ob das der ganze Lager schon war, weil sind viele nach vorne gekommen. Nein, da ist noch... Jetzt direkt sehe ich nur zwei Leute. Das wird dir nicht gefallen. Den Alarm. Hoffentlich höre ich ihn nicht auch noch. Ja. Na doch, da sind noch ein paar mehr Leute. Die gerade so auftauchen. Der Alarm wäre erledigt. Ah, Leute hier.
2 Personen hier noch. Das geht zu einfach. Schade. Viel zu einfach. Aber es könnte sein, dass ich ein bisschen overpowered bin. Aber dabei war noch nicht der Chef von den Leuten. Hier bin ich wieder raus. Das war hier hinten. Der Anführer ist ganz oben. Okay, es sind noch ein paar Leute. Okay, es dauert nicht mehr lange. Okay. Wir sind noch nicht ganz oben. Aber wie das einfach ist, das ist schon zu rasch, zu rasch. Ich könnte den Blauglanz eintauschen. Dragons? Was? Wie so? So, wie viele Leute sind im Hauptlager? Ah, Katze. Okay. Riecht so. Friedlich. Ich hasse Frieden. Viele Menschen sterben friedlich. Ich nicht. Mir schwant etwas. Durchsucht das Lager. Ihr könntet ja nicht mal Kohle von Schnee unterscheiden, ihr Schwachköpfe. 1, 2. Okay, 3 Leute. 3, 5 Leute. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Niemand von uns. Ihr würdet sogar einen Trampler übersehen. Da drauf. Ja, verbrenn dich nicht selbst. Es sind keine anderen Leute mehr da. Ich mach dich platt.
Nö. Gar nicht. Okay, mit den Fallen geht's nicht so gut. Wow. Ich geh mal hoch. Letzte Stunde hat geschlagen. Das war's. Er wird nichts mehr anzünden können. Ja, deine auch. Die Feuerwaffe der Osseram könnte nützlich sein. Mhm. So, das gehört den Banuk wieder zurück. Der Verak erfährt bald, dass ich das Banditenlager zerstört habe. Ich wette, man kennt mich schon in ganz Sangesgrund. Zeit, Aratak herauszufordern. Schon? Ist die Quest schon so weit? Nein. Nebenquest. Weiß ich vor dem Verak, habe ich. Oh! Ich habe alles schon erledigt. Oh, das ging schneller als gedacht. Okay. Da geht schon die Hauptquest weiter. Juppla. Okay, dann nehmen wir nur noch das Lagerfeuer mit, da ich abspeichern kann, und dann geht's am nächsten Mal weiter. Ich habe mal von einem Schamanen gehört, der Maschinenöl getrunken hat. Ich glaube, das Konklave. Und wieder begegnen wir uns. Ja, nicht Öl trinken. Keine gute Idee. Oh, die bringen viele Punkte. Haltpunkte. Wärme ist ein seltenes Gut. Mögest du immer welche finden. Mhm. Gut, deswegen komme ich hier zum Lagerfeuer, zum Speichern. Wir hätten es eigentlich nicht. So, speichern. Ja. Dürfen. Oh. Die Osseram-Lager näher. Eine Kiste. Die nehme ich mit. Muss nochmal speichern. Der Sand in der Nähe von Sonne. Der Fall ist. So. Beenden wir es da. Mit. So. Ja, beenden. Ja, wir sind gut weitergekommen. Ich weiß nicht, wie wir nächstes Mal weiterkommen, aber ich vermute, die Hauptquest von DLC geht schneller vorbei, als ich mir gedacht habe. Dann werde ich vermutlich die Hauptquest erst fertig machen.